Daria Varfolomeev, der Superstar in der deutschen Gymnastik. Die Weltmeisterin mit den Keulen, die Vize-Weltmeisterin im Mehrkampf mit dem Ball und Bronze hat sie bei der WM mit dem Reifen gewonnen. Und gestern hatte sie eine Reifenübung hingelegt, die fantastisch war und auch die beste des Tages. Daria Varfolomeev vom TSV Schmieden. Wirklich nur mit Jubel mit Daria Varfolomeev. Zu Recht ballt sie da die Faust. Was diese 16-jährige Schülerin leistet, ist wirklich unglaublich. Sie ist ausdrucksstark. Wenn man ihr Gesicht anschaut, die Höchstschwierigkeiten, als wäre es nichts. Es ist immer auf den Punkt mit der Musik, im Takt. Da ist jede Akzent stimmt da. Und natürlich jedes Körperelement, alle gerätetechnischen Schwierigkeiten, die Risikoelemente. Also das ist auch eine Ansage in Richtung Weltspitze, denn Ende August sind ja die Weltmeisterschaften in Valencia. Und sie setzt hier wirklich ein Ausrufezeichen, auch an ihre Konkurrentinnen, an die Weltmeisterin Raffaeli oder auch an die bulgarischen Gymnastinnen. Also sie ist in einer fantastischen Form und das, obwohl sie noch nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte ist. Und nach der Fuß-OP im Dezember hat sie noch nicht wieder die volle Muskelkraft. Aber davon merkt man hier überhaupt nichts. Sie kann alles ausblenden und legt hier eine fantastische Reifenübung zu Beginn hin. Gestern der Mehrkampftitel. Vergangenes Jahr hat sie 4 von 5 Titeln bei den Finals bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin gewonnen. Nur mit dem Band hat sich Margarita Kolosow den Titel geschnappt. Aber hier war das schon fantastisch, 34-3-5-0. Alles andere wäre ja auch eine negative Überraschung gewesen. Damit gewinnt Daria Varfolomeev Gold. Daria Varfolomeev. 2 Titel hat sie schon. Gestern Mehrkampfmeisterin. Heute der Sieg mit den Keulen. Mit dieser Ballübung, die sie gestern gezeigt hat, wenn sie es heute wieder so auf die Fläche bringt, dann kann sie keine schlagen. Daria Varfolomeev vom TSV Schmieden. Thank you.
Daria, war voller Mef. Das Publikum hier im Düsseldorfer Dom ist zur frühen Stunde hierher gekommen, ist komplett begeistert von dieser 16-jährigen Gymnastin vom TSV Schmieden. Es ist unglaublich, wie sie sich auf den Punkt konzentrieren kann. Wenn man sieht, welche Schmerzen sie noch hat, gerade bei den Sprüngen, Spagatsprüngen, hat sie diese Probleme beim Absprung. Da fehlt einfach noch so ein bisschen die Power und bei jedem weiteren Absprung hat sie eben noch diese Schmerzen am Bein. Wir sehen das linke Bein unten, der Fuß, das Fußgelenk ist bandagiert und umso begeisternder ist es und auch erstaunlicher, dass sie diese unfassbaren Leistungen bringt. Gestern hatte sie einen Schwierigkeitswert von 18,400 mit dem Ball. Artistik 80850, Ausführung 8800 und eine Gesamtwertung von fantastischen 35200. Heute ist es nicht ganz so fließend gewesen. Vielleicht macht sich auch schon ein bisschen Müdigkeit bemerkbar, aber es war phänomenal trotzdem. Daria Varfolomeev und sie muss eigentlich auch in Führung gehen. Im Moment ja noch Margarita Kolosow auf Rang 1 mit 33,650. Und Daria Varfolomeev bekommt von den Kampfrichterinnen 34,250 und damit ist sie auf Rang 1 und gewinnt hier ihren dritten Titel nach Mehrkampfgold, Reifengold, jetzt auch der Sieg im Ballfinale. Sie ist ja die Weltmeisterin mit den Keulen, aber das interessiert sie eigentlich nicht, sondern sie will immer das Beste geben, wenn sie auf die Fläche geht. Egal, ob es im Training ist oder ob es im Wettkampf ist. Gestern Gold im Mehrkampf, heute Gold mit dem Reifen, Gold mit dem Ball und jetzt mit den Keulen ist sie natürlich die Topfavoritin auch. Varfolomeev, wo nimmt diese 16-Jährige bloß diese Energie her? Mini-Patzer drin, aber das wird sie, so wie wir sie kennen, wieder ein bisschen ärgern. Aber ihre Übung ist so gespickt mit Höchstschwierigkeiten. Sie geht mit diesem Erwartungsdruck, mit diesem Erfolgsdruck einfach perfekt um. Und auch diese Übung hier ist wirklich einfach nur zum Genießen. Gestern hat sie 34,050 Punkte bekommen, natürlich auch mit großem Vorsprung vor allen anderen. Und man sieht ja auch warum. Wenn man weiß, was sie für Probleme noch im Fuß hat, gerade die Sprünge, ist es umso bewundernswerter, dass sie das alles im Wettkampf ausblenden kann. Die Drehungen und auch ihre gesamte Ausstrahlung, die sie auf
der Fläche zeigt. Sie spielt so gerne mit dem Publikum und auch mit den Kampfrichterinnen. Und das bei all diesen Höchstschwierigkeiten. Jetzt auch für Sie schon nach 4 Übungen gestern, heute die 3. Ein unglaubliches Pensum. Und da wird sie sich denken, wow, jetzt nur noch eine Übung mit dem Band und dann habe ich es geschafft. Und natürlich nicht ganz so hoch die Wertung wie gestern, aber 32,450 und damit sichert sie sich heute ihren 3. Titel. Schwierigkeit 15,900. Der 3. Sieg im 3. Einzelfinale heute für Daria Varfolomeev nach dem Mehrkampftitel gestern. Und hier sehen wir es nochmal. Gold und herzlichen Glückwunsch an Daria Varfolomeev. Da heißt es mal tief durchatmen, denn sie will ja eigentlich alle Titel hier holen. 4 hat sie schon, den Mehrkampf und heute 3-mal Gold. Und jetzt ihre Bandübung. Sie ist die Europameisterin mit dem Band und kann natürlich, wenn sie durchkommt, absolut den 4. Titel heute und den 5. insgesamt holen. Weiß sie, das hat geklappt. Besser kann man es eigentlich nicht machen. Daria Varfolomeev. Deutschland kann sich wirklich glücklich schätzen, so eine Ausnahmegymnastin zu haben. Und das war jetzt auch die Generalprobe für die Weltmeisterschaft. Und es hat so gut geklappt, das muss ihr auch Selbstbewusstsein geben. Im Hinblick auf die Weltmeisterschaften im August in Valencia. Sie war ein bisschen unglücklich nach den Europameisterschaften, wo sie so viel Erwartungsdruck hatte. Und dann war es erstmal nichts mit den Medaillen, bis das Band kam. Und hat eigentlich niemand mehr mit einer Medaille gerechnet. Und das war vielleicht der Schlüssel zum Erfolg. Dann sichert sie sich den Europameistertitel, den ersten überhaupt für eine deutsche Gymnastin. Und sie zeigt bei jeder Übung eine ganz andere Facette für sich. Hier wirklich die verträumte, weiche Seite von Dasha. Sie sagt, wenn sie ihre Bandübung turnt, dann bringt es ihre Mama immer zum Weinen. Und die war wirklich traumhaft schön, diese Bandübung. Fließend, exakt, wenn man weiß, bei jedem Absprung, was sie da fühlt im linken Fuß unten, es ist nichts zu sehen, nichts zu merken von irgendwelchen Schwierigkeiten. Sie ist so ein Wettkampftyp, sie kann sich dann da so reinfriemeln in diesen Wettkampf, dass sie alles ausblendet. Und sie muss natürlich souverän in Führung gehen. Alles andere wäre nicht fair. Und das werden wir sehen, 32,800, 15,900 in der Schwierigkeit, 8,500 in der Artistik, 8,400 in der Ausführung. Also eine super Leistung.